Dirk van Babürens Singender junger Mann von 1622 ist eine kapitale Neuerwerbung des Städel, vor einigen Jahren getätigt und nun Mittelpunkt der Ausstellung Caravaggio in Holland. Eine Ausstellung, die die Wirkung Caravaggios auf die Utrechter Nachfolger in besonderem Maße in den Blick nimmt. Und dieses Bild, makellos erhalten, ist nun eines der schönsten Beispiele für genau dieses neue Genre. Mit Bildern dieser Art wurde eine bis dahin in den Niederlanden wenig verbreitete Bildgattung eingeführt, das halbfigurige Musikanten- bzw. das halbfigurige Bordellbild. Und in einer fast theatralischen Pose ist der junge Mann auch dargestellt, in einer Tracht gekleidet, die man um 1620 in Utrecht keinesfalls mehr getragen hätte. Ein Theaterkostüm im Grunde genommen. Das Hemd von der Schulter gerutscht, die eine Hand taktschlagend erhoben, den Kopf leicht zurückgeneigt. Er singt nach den Noten, die im Notenbuch in seiner Hand verzeichnet sind. Das Spannende und Interessante an Bildern dieser Art ist nun, dass in nur 5 Jahren zwischen etwa 1620, 1625 drei Kollegen, Dirk van Babüren selbst, Gerrit van Honthorst und Hendrik Terbruggen, als Reisesouvenir sozusagen, als Kenntnis aus Rom mitbringen, Seherfahrungen der Werke Caravaggios und seiner unmittelbaren Nachfolger in Rom und in diesen 5 Jahren in Holland, in Utrecht, so etwas wie ein Laboratorium etablieren, ein Laboratorium für uns heute, in dem wir rückblickend verfolgen können, wie die drei Künstler untereinander pingpongartig sich die Quelle zuspielen. Ein besonders schönes Beispiel, der Vergleich unseres, des Frankfurter Gemäldes etwa, mit dem Gemälde des singenden Jungen aus Boston, 5 Jahre später entstanden, aber bis in die Details im Grunde genommen eine Paraphrase, eine Verwandlung, eine Aktualisierung im Grunde genommen des älteren Bildes von Babüren selbst. Die Bildidee, dieser theatralisch posierende junge Mann, der den Kopf zurückgeneigt, den Betrachter fixiert, während er seinen Gesang vorträgt, kommt im Grunde genommen als Halbfigurenbild aus der italienischen Kunst, aus dem großen Vorbildkreis eben Caravaggios, des Begründers der italienischen Barockmalerei. Und insofern findet in unserer Ausstellung prominent Caravaggio selbst natürlich auch seinen Ort. Zwei seiner berühmten Lautenspieler, Inkunabeln des barocken Musikantenbildes, sind in Frankfurt in dieser Ausstellung zu sehen, zeigen aber zugleich, wie anders, wie neu, wie nordeuropäisch verpackt Babüren und seine Zeitgenossen das neue Sujet, den Halbfigurenmusikanten, ins Bild setzen, wo bei Caravaggio im Grunde genommen ein hochartifizieller Kunstgenuss, nicht nur akustisch, der Lautenspieler, sondern genauso auch in der künstlerischen Gestaltung, Bilder entstehen lässt, die für eine kleine, hochgebildete Elite am päpstlichen Hof, im Umkreis des päpstlichen Hofes bestimmt waren, werden diese Bilder dann sozusagen auf die holländische Sprachstufe umgesetzt, gleichzeitig den späten Stil Caravaggios rezipierend, umgebaut, verändert und damit für den holländischen Geschmack, für den nordeuropäischen Geschmack verändert und adaptiert. Und das Großartige, das Interessante daran ist letzten Endes, dass diese Stilstufe der Barockmalerei aus Rom importiert, dann in Holland vor allen Dingen auch Künstler wie Rembrandt, der etwas jünger ist als die Utrechter drei, elementar beeinflussen wird zu seinen neuen eigenen Bildkompositionen. Die dramatische Lichtführung, die derbe, naturalistische Gestalten ins Bild setzen, die theatralisch erzählen und die in einer unglaublichen Dynamik und Direktheit, fast wie ein Close-up, wie ein Schnappschuss aus der Nähe, die Figuren lebensgroß, aber halbfigurig dem Betrachter unmittelbar entgegentreten lassen. Der Grund für die erstaunliche Popularität, die diesem Bildtypus in Holland sofort zu eigen wird, wie gesagt, in nur 5 Jahren entstehen eine Fülle von Bildern, die alle dieser Gestaltungsnorm im Grunde genommen folgen. Der Grund dafür ist sicherlich auch darin zu sehen, dass man anknüpfen konnte an Traditionen, an Bildtraditionen, auch an Geschmack.
ist Traditionen in Holland, die schon im 16. Jahrhundert gelegt worden waren und die dort Musikanten, nicht nur Sänger, sondern auch Lautenspieler, Flötenspieler etwa, als geläufige Besucher bei Bildern etwa von sogenannten lockeren Gesellschaften schilderten. Das heißt, Szenen, wir würden heute sagen, von Bordellen, von Freudenhäusern, bei denen eben nicht nur die Freier oder die Kunden trinkend, singend, musizierend dargestellt waren, sondern natürlich auch in Begleitung von Dirnen. Und etwa der schöne Barbüren aus Mainz ist dafür ein schöner Beleg, dass eben im Grunde genommen das, was wir hier bei Barbüren als Einzelfigur sehen, in dem Moment zu einem Gruppenbild zusammengefügt, sofort auch den potenziellen Sinnzusammenhang schlagend deutlich machen. Nicht nur diese jungen Männer sind, wenn Sie so wollen, höchst fragwürdige Personen, Gelichter der Unterschicht, die hier auftauchen und andererseits natürlich hoch anziehend, hoch amüsant, unterhaltend, unterhaltsam anzuschauen sind, sondern genauso die jungen Frauen, die in den Bildern auftauchen, vielfach für den heutigen Betrachter nicht mehr ohne weiteres erkennbar, sind dennoch für den Zeitgenossen entweder über ihre üppige, dekoltierte Kleidung oder über einen Farbcode, gelb als Kleidungsfarbe auch der Prostituierten, oder aber durch beigegebene Attribute dann wiederum eindeutig in ihrem höchst zweifelhaften Charakter herausgestellt, der dem Betrachter natürlich, dem Käufer, solche Bilder waren auf dem Kunstmarkt begehrte Objekte, einerseits die Möglichkeit bot, sich zu erfreuen an diesem fraglos appetitlichen Anblick von jungen Frauen oder in diesem Falle von kühnen jungen Sängern, aber auf der anderen Seite eben die Möglichkeit zu bieten, sich zu distanzieren, sozusagen den moralischen Abstand, die moralische Distanz zu wahren.